So, und hier folgt dann, wie besprochen, der dritte Teil meines Videos. Ich habe mir also zuerst einmal den Ordner von meinem Server gezogen und habe den nochmal umbenannt, so dass ich halt mit dem alten Cron-Job, dass ich den behalten kann, diesen Cron-Test, und gleichzeitig aber die Dateien schon mal als Fork oder als Grundlage für eine neue Bearbeitung habe. Also könnt ihr auch halten, wie ihr wollt. Ich habe das jetzt einfach gesichert, damit ich den alten Käse nochmal behalte, falls ich darauf aufbauen will, und arbeite hier einfach mit neuen Dateien weiter. Das sind dann einfach eben die Grundkopien, auf denen ich dann aufgebaut habe. So, wir starten dann mal eben. Ein Momentchen. Ich hole das mal eben rüber. Ich habe hier also schon eine frische Installation fertig gemacht. Das ist wieder eine neue Spielwiese. Ich habe die andere mal gelöscht mit dem Date Range. Also ihr seht, hier ist jetzt erstmal grundsätzlich nichts mehr drin. Das ganze Ding ist erstmal leer. Und jetzt fangen wir an, in diesem Video-Tutorial tatsächlich dann alles der Reihe nach einmal aufzubauen. Wir fangen also an mit der Konstruktion in Sableload. Ich starte hier mit einem Folder. Wir nennen das Folder an dieser Stelle jetzt Kundendatenblatt, und wir wollen dafür sorgen, dass alle Felder und die ganze Funktion dieses Kundendatenblattes dann uns zur Verfügung steht und heruntergeladen werden kann, so dass wir es gegebenenfalls bei einem anderen Kunden auch nochmal einsetzen können als unsere eigen geschriebene Erweiterung. Das heißt, die Basics wären dann dort schon mal da. Wir setzen das Folder also als AppRoot und setzen hier auch auf Featured. Noch ein Wort dazu. Ich habe zuletzt auch einmal mit einer deutschen Übersetzung von Sableload gearbeitet. Ich finde die deutsche Übersetzung teilweise nicht ganz so glücklich. Das heißt also, ich arbeite hier mit der normalen englischen Version weiter, weil da einfach alles passt. Ich komme gleich an einer späteren Stelle darauf nochmal zurück und sage dazu nochmal ein paar Worte. Aber grundsätzlich bleibt es euch natürlich selbst überlassen, ob ihr Sableload auf Deutsch oder auf Englisch benutzt. Wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, dass die Übersetzung auf Deutsch teilweise etwas unglücklich ist, und deswegen bleibe ich beim Original, auch weil ich mir halt viele Tutorials oder Sachen im Forum einfach durchlese auf Englisch. Und dann macht es da einfach Sinn, wenn man auch wirklich die Originalnamen hat, weil ich hatte es teilweise tatsächlich schon, dass die so auf Deutsch so schlecht übersetzt waren, dass ich einfach überhaupt gar nicht rausgefunden habe, was damit gemeint war. Und wenn man dann halt, wie ihr wahrscheinlich alle mitleidvoll wisst, im Sablot-Forum sucht oder da eine Anfrage haben will, einerseits, dass die Jungs da sowieso selten bis gar nicht antworten oder so, dass man es nicht versteht, dann ist es dann noch schwieriger, wenn man hier erst wieder die deutsche Übersetzung zurück übersetzen muss ins Englische, um da hoffentlich dann den richtigen Begriff rauszufinden. So, das wieder als kurzer Einwurf zum Warum, Weshalb, Wieso. Also, wie gesagt, wir erstellen hier diesen Ordner, damit wir alles sortiert haben, setzen den als AppRoot und als Featured, so dass wir hier die Möglichkeit haben, auf dieser Basis dann auch aufzubauen. Und wir erstellen jetzt als allererstes einmal die Felder, die wir benötigen. Wir machen also tatsächlich einfach nur ein kleines Kundendatenblatt. Wir erstellen also ein neues Feld und nennen das in diesem Fall Kundenname. Speichern das im Ordner. Oder nee, stopp, wir machen es erstmal anders. Wir machen jetzt erstmal, Entschuldigung, wir nennen das mal eben Testfeld 1. Das sind Felder, die wir später gar nicht brauchen, aber die jetzt vielleicht interessant sind, um etwas zu zeigen. Kundendatenblatt. Und jetzt gucken wir uns mal an, wir haben hier die Storage-Option. Und an dieser Stelle will ich jetzt mal ganz kurz die Brücke schlagen. Ich habe nämlich zuletzt an einem Büchlein mitgearbeitet von Axel Tüting, der in Kürze in diesem Jahr ein Buch zu Sableload auf den Markt bringen wird. Und ich durfte daran mitarbeiten und habe da tatsächlich, wenn ihr es hier seht, ein Kapitel geschrieben, das Kapitel 3 und 4, wie man ein Kontaktformular erstellt und wie man das Ganze erweitert zu einem Beschwerdeformular. Also wenn ihr Bock drauf habt, merkt euch das Ganze hier vor. Ihr könnt übrigens, und deshalb will ich da nämlich drauf hinaus, ihr könnt euch übrigens hier auf seiner Seite timeforjoomla.de, könnt ihr euch auch schon ein Testkapitel anschauen, kostenlos, nämlich lustigerweise genau das Kapitel, was wir gerade benötigen, das Kapitel zum Thema Speicherung. Ich werde diesen Link hier mit in der Videobeschreibung unterbringen, so dass ihr direkt darauf zugreifen könnt. Und ich mache mal eben hier im neuen Tab auf, und ihr seht schon, hier haben wir jetzt dann noch einmal das Kapitel mit 19 Seiten zum Speichern. Ihr könnt also euch das hier nochmal, also einen kleinen Teil von dem, den ich euch hier erzähle,
dann nochmal extra durchlesen. So, wir gucken uns jetzt aber mal eben an und schreiben das hier rein. Wir haben jetzt also ein Testfeld, Kundendatenblatt. Wir nennen es jetzt einfach erstmal nur Text und speichern das jetzt hier. Das ist jetzt wichtig beim Storage-Format. Ob ihr Custom, Standard oder JSON auswählt, hat keine Auswirkung darauf, wo ihr das abspeichert. Oder zum Beispiel None. None ist klar, dann wird gar nichts gespeichert, dann ist auch alles weg. Aber das hier bedeutet nicht, wo ihr speichert, sondern in welchem Format ihr speichert. Das heißt also, bei Custom werden da so Doppelpunkte vorgesetzt oder CCK oder irgendwie sowas. Hier bei Standard wird da auch was vorgesetzt. Also man kann darüber zum Beispiel dann auch mehrere Inhalte in einem Feld speichern. Also merke, dies hier ist nicht der Ort der Speicherung, sondern tatsächlich die Art der Speicherung. Ob wir dabei jetzt Standard oder Custom auswählen, ist für uns jetzt erstmal völlig unerheblich, weil die Werte kriegen wir so oder raus, egal wie die da abgespeichert sind. Und ist insofern jetzt für uns auch erstmal unerheblich, weil wir sowieso für jedes Feld eine eigene Spalte anlegen. Und das dann ist Wumpe, ob es da Custom oder Standard oder JSON gespeichert ist. Ich lasse jetzt einfach, stell's hier auf Standard. Und jetzt können wir hier noch festlegen, wo das Ganze gespeichert wird. Also auf Artikel, Kategorie, Userbasis oder Usergruppenbasis oder ob wir direkt eine komplett neue Tabelle in die Datenbank schreiben wollen. Wir machen das jetzt erstmal testweise auf Basis Artikel und sagen jetzt hier, er soll uns eine neue Spalte hinzufügen. In diesem Fall hätten wir jetzt die Möglichkeit, entweder wenn wir auf diese Pfeile draufklicken, das auf eine bestimmte Spalte im Artikel zuzuweisen. Und jetzt, es wird jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter, aber danach habt ihr dann hoffentlich auch die Grundlagen verstanden. Ich habe es hier einmal geöffnet, meine Sablot-Datenbank. Und wir gehen jetzt einfach mal hier rein, Content. Das ist die Artikeltabelle. Und gleich mal eben ab, was wir hier sehen. Das sind also die Sachen, die mit Sablot abgespeichert werden oder beziehungsweise die in einem Artikel gespeichert werden. Ihr seht, das sind jetzt hier 30 Inhalte, soweit ich das überblicken kann, auf die Schnelle. Und wenn wir jetzt hier nachgucken, seht ihr auch schon bis X-Reference. Also ihr könnt jetzt quasi aus dieser Tabelle Content eine dieser Spalten auswählen. Und so würde das jetzt bedeuten, der Inhalt von unserem Testfeld 1 könnte zum Beispiel in den Fulltext gespeichert werden oder in den Introtext. Wenn ihr jetzt schon öfter mit Sablot gearbeitet habt, dann werdet ihr sehen, dass in den meisten Fällen von Sablot der Introtext benutzt wird. Ihr könnt zum Beispiel die Inhalte mehrerer Felder in einem Feld abspeichern. Wie gesagt, in diesem Feld Introtext zum Beispiel jetzt. Also da könnten alle Kundendaten komplett in einem Feld abgelegt werden. Kann man sich jetzt über die Sinnhaftigkeit streiten oder nicht? Also für unser Kundendatenblatt zum Auslesen ist es sicher sinnvoller, das Ganze in einzelne Spalten auszulagern. Aber ihr seht jetzt hier, wie gesagt, das Ganze auf Artikelbasis. Wenn wir uns das jetzt nochmal angucken, hier auf Kategoriebasis und hier wieder reinklicken, dann sehen wir alle Sachen zu der Kategorie. Wenn wir jetzt hier also einmal Artikel auswählen und sagen Testfeld 1, dann wird er uns jetzt in diesem Artikel, in dieser Datenbank, ach, in dieser Tabelle, Content, wird er uns jetzt hier eine weitere Spalte hinzufügen, die dann den Namen Testfeld 1 bekommt. So, ich glaube, wir müssen sogar noch Alter klicken, damit er, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ach, genau, Add Column. Ja, genau, wir müssen hier, sonst fügt er die neue Tabelle nicht hinzu. Wir klicken auf Alter, wählen dann hier aus, in welchem Format, also welches Feld das bekommen soll. Wir erinnern uns an das erste Video beim Erzeugen von Spalten, die wir hier von Hand in der Tabelle erzeugt haben. Da könnt ihr euch noch erinnern, ich hab dieses Varchar immer so doof ausgesprochen. Ne? Also wie gesagt, das ist hier sowieso auch so einer der Standardwerte. Ich glaube, Variable Character, ich weiß es immer noch nicht genau. Ich habe heute nicht mehr nachgeschaut. Das könnt ihr hier auswählen oder zum Beispiel als Datetime, wie auch immer. Wir lassen das so und wählen jetzt hier noch aus, dass wir eine weitere Spalte der Tabelle hinzufügen wollen. Klicken das an und sagen einmal Speichern. So, jetzt gehen wir nochmal hier in unsere Content-Tabelle rein, in der Datenbank. Ich gehe davon aus, dass ihr euch natürlich jetzt, während ihr dieses Tutorial nachbaut, dann mit eurer eigenen MySQL-Datenbank verbunden habt, um das so nachzuvollziehen. Und was sehen wir hier? Jawohl, wir haben eine weitere Spalte in unserer Tabelle hinzugefügt. Juhu, das ist schon mal ganz geil. Wir können jetzt zum Beispiel dann aber auch
das hier als Sammelspalte für neue Inhalte nehmen, wie auch immer. Das ist jetzt erstmal egal. Weiter geht's jetzt mit der Speicherung. Jetzt gucken wir uns ein neues Feld an und wir erzeugen jetzt mal Testfeld 2. Speichern das auch wieder im Kundendatenblatt. So, der Alias ist erstmal gleich. Und jetzt sagen wir hier wieder, wir wollen das als Standardformat speichern. Aber diesmal wollen wir es nicht in die Tabelle Artikel packen und auch nicht in Category User oder User Group, sondern wir wollen eine neue Tabelle erzeugen. Entweder suchen wir jetzt hier eine Tabelle aus. Was jetzt aber gerade fuck you ist und nicht funktioniert. Das heißt, ich muss die Tabelle anscheinend vorher festlegen. Das heißt also, ich bin jetzt an dieser Stelle gezwungen, in meine Datenbank reinzugehen und hier eine neue Tabelle anzulegen. Machen wir mal eben. So, das heißt, wir legen hier trotzdem wieder die ID an oder vielleicht brauchen wir die auch gar nicht. Der Hintergrund ist jetzt einfach der, dass ich hier mit einer neuen Tabelle arbeite. Ich bin mir halt immer noch nicht so hundertprozentig sicher, wenn wir tatsächlich wieder ein Joomla-Update bekommen. Dann ist es unter Umständen möglich, dass all unsere Inhalte bzw. alle Felder, die wir hinzugefügt haben, wenn die Datenbank geupdatet wird, dass die alle verschwunden sind. Ach, was habe ich denn jetzt gemacht, ich Idiot? Na, ah, Mist. Entschuldigung. So, Kundendatenblatt. Da ist die jetzt abgelegt. Wunderbar. Das heißt also, hier haben wir jetzt schon ein Feld drin. Nämlich die Test-ID. Und wir können jetzt hier weitere Felder hinzufügen. Also wie gesagt, um nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe das jetzt deshalb gemacht. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach quasi auf Basis des Artikels arbeiten. Das würde durchaus sogar Sinn machen. Denn wir haben ja hier eine Art von Artikel, die wir da eingeben. Nämlich den Kunden, der ja in Joomla eine Art Artikel ist. So, jetzt ist nur die Frage, was passiert, falls Joomla in irgendeiner Art und Weise updatet und gegebenenfalls dadurch die hinzugefügten Tabellen alle wegfliegen und somit gegebenenfalls auch meine Kunden. Das wäre natürlich scheiße und deshalb gehe ich da hin und erstelle dafür tatsächlich dann eine neue Tabelle, sage also hier Free und muss dann hier die Tabelle auswählen, die ist jetzt hier. Wie habe ich die denn jetzt nochmal genannt? Upsala. Jetzt habe ich hier Mist gebaut. So, mal gucken. Ich muss jetzt einmal aktualisieren, ob sie jetzt da erscheint. Genau, Kundendatenblatt. Das heißt also, wir speichern jetzt in unserer Kundendaten, in unserem Kundendatenblatt etwas ab. Also das heißt, wir haben die Tabelle vorher erzeugt. Wir wollen dort das Testfeld 2 reinschreiben. Sagen wir da Alter, Variable Character und sagen Add Column to Table. Speichern das Ganze. Und gucken das jetzt einmal an. Und sehen, Testfeld 2 hat er uns jetzt hinzugefügt. So, die Krux an der Geschichte ist, und da ist jetzt natürlich noch, vielleicht hat einer von euch dazu noch Ideen. Ich habe dazu letztens schon rumgefummelt und habe da probiert. Das ist jetzt alles total toll, ne? Wir kriegen jetzt wirklich alle Daten in unsere Tabelle Kundendatenblatt reingeschrieben, die jetzt quasi im Endeffekt ja auch so ein bisschen losgelöst ist von Joomla. Das heißt also, egal was mit Joomla passiert, egal wie oft wir da updaten, das Ganze ist zwar in unserer großen Datenbank drin, ist aber eine eigenständige Tabelle, die von den Updates von Joomla überhaupt gar nicht betroffen ist. Also ist schon mal total klasse. Der einzige Nachteil ist tatsächlich, dass wir ja in Joomla auf Artikelbasis aufbauen. Das heißt also, wenn wir in unserem Backend sind, dann haben wir ja hier eben unsere Artikel. Und diese Artikel brauchen nun mal eben blöderweise eine Überschrift. Ansonsten können wir dazu ja nichts finden. Das heißt also, wir sind gezwungen,
So sehe ich es zumindest, außer einer von euch beweist mir das Gegenteil. Wir sind gezwungen, tatsächlich den Artikel-Title zu benutzen, weil Joomla intern auf diesen Artikel-Title zurückgreift und den hier im Backend dann ausgibt. Weil ansonsten könnte es passieren, das war bei mir nämlich der Fall, wenn ich jetzt alle Kundendaten eingebe, dann kann ich die zwar alle schön in die Datenbank reinhacken und die sind auch alle drin. Ich bekomme sie aber im Backend nicht zu sehen. Und davon. Das bringt uns ja mal rein gar nichts, wenn ich den Käse im Backend nicht sehen, sortieren oder sonst irgendwas kann. Also das muss man dem Webseitenbetreiber ja mindestens zugestehen. Wie gesagt, vielleicht gibt es da noch eine Lösung. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch beim Axel mir das ganze Kapitel nicht komplett nochmal durchgelesen, ob es da die Möglichkeit gibt, irgendwie umzuschalten. Vielleicht guckt der liebe Axel auch selber da rein und hat sogar eine Idee zu diesem Thema. Wie gesagt, ich kann euch das Buch nur ans Herz legen. Ich kriege übrigens da jetzt keine Provision, wenn ich euch das verkaufe. Aber da ich mit dem netten Herrn Tüting jetzt schon öfter gesprochen habe, weiß ich, das wird ein richtig geiles Buch. Ich habe auch schon ein paar mehr Kapitel gelesen. Also, da das Buch in Verbindung mit meinen Tutorials wird bestimmt ein richtiger Knaller. Danach gibt es auf dieser Welt nur noch Webseiten mit Sablot, nichts anderes mehr. Sablot wird das neue Google, wie auch immer. Nein, Quatsch, okay, komm zurück zum Punkt, bevor ich mich hier verquatsche. Also, wie gesagt, wir haben da noch das Problem, dass wir tatsächlich auf den Artikel-Title zugreifen müssen. Und wenn wir jetzt hingehen, das habe ich auch probiert, und den Artikeltitel insoweit umformatieren, dass er hier im Kundendatenblatt drin ist. Auch dann, das würde gehen, auch dann sehe ich den hier in Joomla nicht. Das können wir gleich nochmal ausprobieren, wenn es soweit ist. Aber wir bekommen da auf jeden Fall Probleme. Das ist so ein bisschen so, geht konträr der Sache, die ich im ersten bzw. zweiten Video gesagt habe. Weil derzeit, nach aktuellem Wissensstand, bin ich auf jeden Fall gezwungen, entweder den Dateneingeber dazu zu nötigen, zweimal gegebenenfalls dieselbe Eingabe zu machen, wie zum Beispiel den Kundennamen. Ja, oder aber die zweite Möglichkeit wäre, dass ich wieder zwei Tabellen miteinander verbinde. Also heißt in diesem Fall die Tabelle Content und die Tabelle Kundendatenblatt, die anhand der ID ja hier sortiert werden. Ja, und eine andere Möglichkeit hätte ich dann tatsächlich da eigentlich nicht, ne? Also anhand der Test-ID. Wie gesagt, also das jetzt aber erstmal am Rande. Fahren wir jetzt fort mit den Feldern. Ich gehe davon aus, dass bei euch somit grundsätzlich verstanden worden ist, wie wir jetzt hier neue Felder erstellen. Das heißt, ich gehe jetzt da im Speziellen nicht mehr darauf ein. Dieses Testfeld 1 und 2 brauchen wir jetzt also grundsätzlich nicht mehr. Wir machen jetzt weiter und sagen jetzt, wir erstellen ein neues Feld. Übrigens erstelle ich die Felder ganz gerne hier rüber, weil sie so nicht verschlossen sind, also nicht gelockt oder mit dem Schlosssymbol versehen sind. Das heißt also, ich kann sie von hier aus grundsätzlich in jeder anderen Anwendung nutzen. Und mein Standardweg ist tatsächlich immer, erstelle erst einen App-Ordner, dann gegebenenfalls die ganzen Fields, wenn ich im Vorfeld das schon weiß. Oder generell, wenn ich Fields erstellen muss, auch später noch, mache ich das tatsächlich immer über das Fields-Ding und nicht im Forms und Content Types und erstelle da neue Felder. Das geht auch, die Quick and Dirty Variante. Ich mache es aber so. Wie gesagt, könnt ihr aber auch halten, wie ihr wollt. So, Kundendatenblatt. Wir brauchen als erstes einen Kundenname. Perfekt. Das Ganze ist ein Typ von Text. Wir wollen das mit einem Label versehen. Kundenname. Und wir sagen hier das Ganze Standard speichern free in der Tabelle Kundendatenblatt und dort natürlich unter Kundenname. Alter, ihr kennt das jetzt schon, Add Column to Table. So, und da können wir jetzt natürlich auch gucken. Da kommen wir eigentlich schon in die Schwulität. Wir können, pass auf, ich zeige euch das mal eben. Wir kommen jetzt schon in die Schwulität, die ich gerade angesprochen habe, weil eigentlich wäre der Kundenname ja ein prima Unterscheidungskriterium. Oder ich lasse den jetzt erstmal so, fahre fort und sage jetzt, wir nehmen als Entscheidungskriterium die Kundenfirma. So, wir gehen da auch wieder hin, sagen, das Ganze soll im Kundendatenblatt gespeichert werden. Und wir sind jetzt tatsächlich gezwungen, damit wir auch wirklich einen Artikel-Title bekommen, zu sagen, wir nehmen hier Text, soweit alles ganz cool. Stopp. Text ist in Ordnung. So, und jetzt gehen wir hier auf Standard, Artikel. Und würden jetzt hier raussuchen. Den Titel. Da ist er. So, das heißt, wir speichern jetzt. Hier seht ihr schon quasi in einer anderen Tabelle unsere
Kundenfirma. Wir speichern das mal eben, verlassen jetzt mal ganz kurz den Weg der Felderstellung und wenden uns jetzt direkt dem Content-Typen zu, damit wir das auch prüfen können. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in die Forms und Content-Types, sagen hier neu. Und wir wollen auf Basis von unserem vorhin erstellten Fork dann aufbauen, sagen, wir wollen eine Sache bauen, die ins Kundendatenblatt passt und bauen das so auch auf. Das Ganze wird dann. Ja, warum der das hier nicht macht, weiß ich jetzt nicht. Egal, wir lassen es jetzt erstmal so. So, Testfeld 1 und 2 brauchen wir nicht. So, Kundenname und Kundenfirma. Kundenfirma entspricht jetzt quasi dem Grundsatz Joomla-Title. Wir speichern das mal eben. Jetzt haben wir nur die beiden Felder drin. Gehen also hier mal auf unsere Beiträge, sagen neu. Ups, ich habe es hier anscheinend noch nicht abgespeichert, jetzt aber. So, sagen nochmal neu. Aktualisieren dann eben vorher nochmal, vielleicht hat er es einfach nur noch nicht gefunden. Ja, Kundendatenblatt. So, sagen Testfirma und Testkunde. Speichern und schließen. So, und jetzt kommt er damit schon nicht klar. Warum auch immer, ehrlich gesagt, jetzt gerade. JCCK Table ID. Ah, ich kann euch sagen, wieso. Okay, alles klar. Er kommt nicht klar, weil ich mutmaßlich hier nicht mit Test-ID arbeiten muss. Anscheinend benötigt Joomla zum Funktionieren tatsächlich eine Spalte mit dem Titel ID. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. In Joomla sind hier, egal welche Tabelle ihr hier drin findet, die sind immer eigentlich alle über IDs sortiert. Okay, die Finder-Tokens jetzt halt nicht, aber diese ganzen Content-Tabellen und so weiter und so fort. Die sind tatsächlich alle mit IDs sortiert. Da gibt es also immer eine ID. Jetzt haben wir hier CCK Core. Da ist jetzt nichts drin. Aber egal, lassen wir es erstmal so. Ich hoffe, der Fehler ist jetzt weg. So, das war's. Also tatsächlich hat er da einfach nur die ID nicht gehabt. So, und jetzt Testfirma abgelegt. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass wenn wir in unsere Datenbank reinschauen, wir hier jetzt einen Content finden. Und diesem Content steht im Grunde sonst nichts drinne, außer Testfirma der Elias und das, was grundsätzlich zu Joomla dazugehört. Da steht aber der Rest nicht drin. Das heißt also, wenn wir jetzt gucken wollen, dann müsste es ja noch den Testkunden geben. Und der müsste jetzt auch irgendwo abgelegt sein. Guck da nochmal eben rein, ob er es jetzt überhaupt abgelegt hat hier. Ah, seht ihr, ist nämlich gar nichts gespeichert. Dann kann ich natürlich auch in der Tabelle nichts finden. Wir speichern das nochmal. So, jetzt ist das gespeichert, ist da auch hoffentlich der Inhalt drin. Und jetzt gucken wir nochmal in unsere Datenbank rein. Das ist manchmal so ein bisschen problematisch. Also deshalb auch arbeite ich ganz gerne mit der Datenbank zusammen, um immer zu gucken, ob das, was ich da eingegeben habe, überhaupt irgendwie übernommen wird. Ihr seht jetzt schon, ist Testkunde drin. Das heißt aber, unsere Problematik ist jetzt, der Testkunde hier ist in der Tabelle und die Überschrift, das Unterscheidungskriterium, ist quasi jetzt in der Tabelle Content. Ich hoffe, ihr konntet das soweit nachvollziehen an dieser Stelle. Wir gehen jetzt nochmal in unsere Felder rein. Sortieren wir mal eben nach den App-Folders, sagen Kundendatenblatt. Und gehen jetzt mal einfach hin und wir nehmen jetzt einfach mal den Kundenname. Das wäre ja unser Unterscheidungskriterium. Sagen jetzt, ach stopp, die Kundenfirma hatten wir ja gerade gesagt. So, und anstatt die jetzt auf Title zu routen, sagen wir Free. Sagen an dieser Stelle Kundendatenblatt und sagen jetzt hier Kundenfirma. Alter, Varchar und Add Column to Table. Wir speichern jetzt also eine neue Spalte in unsere Tabelle, wo die Kundenfirma drin ist. Das können wir auch direkt hier überprüfen, indem wir auf Kundendatenblatt klicken und sehen Kundenfirma. Was Sie jetzt aber auch sehen, dass hier natürlich noch kein Inhalt drin ist. Das liegt natürlich daran, dass wenn wir jetzt hier drauf gehen auf Testfirma, das natürlich jetzt nicht mehr ausgefüllt ist. Wir haben es ja auf eine andere Tabelle geroutet. Wir sagen jetzt mal Testfirma. Speichern und schließen und eventuell kommt es jetzt zu einem Problem. Ne, er findet das noch. Jetzt machen wir einen neuen Beitrag auf. Kundendatenblatt.
und sagen einmal Testfirma 2 und Testkunde 2. So, und jetzt seht ihr schon, das Ganze wird zu einem Problem. Er wird jetzt mutmaßlich, wenn wir hier reingucken, die Daten eingegeben haben. Aber es gibt für Joomla derzeit keine Möglichkeit, diesen Artikel zu finden, weil wir immer auf irgendeiner Basis von diesen Joomla-Sachen arbeiten müssen. Das heißt also, entweder suchen wir dann irgendwie die Kategorie raus, wie auch immer, oder aber wir sind tatsächlich gezwungen, in diesem Fall mit zwei Tabellen zu arbeiten. Wie gesagt, ich bitte euch darum, die Leute, die unter euch schon Profis sind und vielleicht schon so tief mit drin sind, dass sie das mit verstehen können, vielleicht habt ihr eine bessere Idee dafür, aber derzeit bin ich tatsächlich gezwungen, das Unterscheidungskriterium Kundenfirma so weit umzurouten, dass das auf Artikelbasis läuft und wir hier in den Titel speichern. Weil ansonsten bringt mir die beste Datenbank nichts, wenn ich die hier drin nicht sehen kann. Also wie gesagt, wir wollen das Ganze ja auf Sevelot-Basis betrachten. Ihr seht schon, die Eingabefelder funktionieren grundsätzlich und jagen da auch Sachen rein. Aber es bringt uns nicht wirklich viel, okay? So, machen wir das so. Wir gehen jetzt noch einmal hin und sagen, jetzt erstellen wir nochmal einen weiteren Kunden. So. Der jetzt tatsächlich hier auch wieder erscheint. Wir gleichen das Ganze eben einmal ab. Jawohl, das sieht auch gut aus. Unsere ID wird auch sauber hochgezählt. Ihr seht schon, Kundenfirma ist hier im Grunde obsolet geworden. Das heißt also, wir können hier das ruhig rauspfeffern, dieses Feld. Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ich lasse es jetzt erstmal drin, ist erstmal wurscht. Aber wie gesagt, das ist uninteressant. Wir müssen also später die Tabelle Content und die Tabelle Kundendatenblatt joinen, um auf beide zuzugreifen. Wir haben glücklicherweise hier laufende IDs und bei dem anderen auch. Wir gucken also hier IDs 2 bei Testkunde 3. Und wenn wir das jetzt im Content dann vergleichen, Testfirma 3, ist die ID auch die 2. Das heißt also, wir haben hier ein eindeutiges Unterscheidungskriterium, mit dem wir beide Tabellen dann sauber vergleichen können. So, weiter geht es jetzt mit den Feldern. Wir haben einen kleinen Exkurs dann gemacht. Also, wir haben erstellt den Kundenname, die Kundenfirma. Nun wollen wir noch die Kundenmail, damit wir auch wissen, um welchen Kunden es sich handelt. So, das Ganze wird wieder gespeichert. Standard, Free, Select the Table, Kundendatenblatt. Wir nennen das Ganze Kundenmail. Auch in diesem Fall fügen wir eine neue Tabelle zu unserer Datenbank hinzu. Ach, neue Tabelle, Entschuldigung, neue Spalte. So, und dann machen wir jetzt noch zwei Sachen. Wir erstellen jetzt noch ein Feld, in diesem Fall dann, naja, sagen wir mal drei. Name des Agenten, wieder Standard, Free, Kundendatenblatt, kopieren uns hier oben den Namen, wollen wir ja mal schön ordentlich machen. Ups. So, Name des Agenten, ihr kennt das jetzt schon, ist immer derselbe Weg. So, Name des Agenten, dann brauchen wir noch Mail des Agenten, kopieren uns das, sagen auch hier wieder Standard. Wir wollen das ja beibehalten. Ihr könnt natürlich jetzt auch Custom anklicken, ist für euch im Endeffekt gehopst wie gesprungen, aber wenn schon denn schon, dann mische ich das auch nicht ganz so gerne. So, Kundendatenblatt, Mail des Agenten, das haben wir drin. Und zu guter Letzt ein Feldchen noch, nämlich das Erinnerungsdatum. Wir wollen ja, das Ziel ist ja, dass wir erinnert werden an einem bestimmten Datum. Kopieren uns das. Auch das speichern wir wieder standardmäßig. Free in unserer, in unserem Kundendatenblatt. Wir wählen jetzt hier aus einen Kalender. Hier können wir das jetzt noch so ein bisschen anpassen. Ist jetzt aber erst
Entschuldigung, erstmal unerheblich. Ich habe gerade einen Döner gegessen. Ich muss jetzt immer aufstoßen. Ist ein bisschen doof, sorry. Also, wie gesagt, hier können wir jetzt noch das Datumsformat und so weiter einstellen. Das Ganze hier als Storage-Format Datetime oder Timestamp. Ich nehme jetzt hier Datetime, damit das Ganze etwas sauberer und verkürzter ist. So, wie gesagt, jetzt muss ich hier blöderweise nochmal auswählen. Standard, Free, Select Table, Kundendatenblatt, dann als Name das Erinnerungsdatum und wieder auf Alter. Aber diesmal, ihr seht schon, hier wählt er sich automatisch Datetime aus, was auch dann vollkommen korrekt ist. Und wir fügen hier auch eine weitere Spalte hinzu in unsere Datenbank. Speichern und schließen. Wenn wir jetzt mal kurz den Abgleich wagen, hier mit der Datenbank an dieser Stelle, dann sehen wir, sieht das schon mal total taco aus, oder? Das ist also alles da schon mal jetzt am Start. Das heißt also, im Grunde ist jetzt genau das passiert, was wir vorhin eigentlich von Hand gemacht haben. Nur hat uns jetzt in diesem Moment Sablot die Arbeit abgenommen. Das heißt also quasi, das große Geheimnis von Sablot ist eigentlich, das ist halt das, was wir hier an MySQL-Befehlen machen, tun und wie auch immer, dass das von Sablot dann automatisch für uns hier übernommen wird und wir uns nicht mehr darum kümmern müssen, was da, wie, wo, wann reingeschrieben wird. Wir müssen halt nur eben wissen, wo wir die ganzen Daten ablegen und wie es eben Sinn macht. So, nachdem wir jetzt alle benötigten Felder erstellt haben, arbeiten wir an unserem Content-Typen weiter. Wir machen es jetzt so, dass wir hier das Kundendatenblatt aufmachen und ich sage jetzt einfach an dieser Stelle, dass wir jetzt tatsächlich einfach nur die Eingabe im Admin-Bereich machen. Natürlich gäbe es auch die Möglichkeit, das ins Seitenformular zu packen, so dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt davon ausgehen, nur mal rein fiktiv, das Ganze könnte meinetwegen eine Anwendung für ein Callcenter sein oder irgendwie sowas, wo oder für irgendwelche Vertriebsmitarbeiter, die Zeitungsabos verkaufen oder die meinetwegen, ihr kennt die wahrscheinlich auch immer, die für Tiere in Not, die dann einfach Geld abzocken kommen und die dann halt gucken, wann sie wen noch wie wo abzocken müssen. Jetzt nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, also nicht vielleicht nicht Tiere in Not, irgendwie Arche oder so, gab da mal so Drückerkolonnen. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen und hinterher wieder abgemahnt werden, weil ich mein Mundwerk so lose ist. Das habe ich zuletzt zu oft gehabt. Egal, also wie gesagt, gehen wir davon aus, eine Callcenter-Anwendung und dann würde es ja Sinn machen, dass nicht jeder Callcenter-Agent unbedingt ins Joomla-Backend rein muss, sondern wir können ihm ja eine Seite auf einrichten, wo er das eingibt. Meinetwegen können die ja auch Joomla und Sablot im Intranet nutzen und haben dann da eine sauber formatierte Eingabemaske, die vielleicht sogar ein bisschen schöner ist als unsere kleine Eingabemaske, die wir hier gemacht haben. Aber wie gesagt, das würde den Rahmen jetzt sprengen. Also scheiß auf das Siteform. Wir bauen hier nur das Adminform ein und ballern da mal eben ein paar Inhalte rein. So, wir gehen mal hier drauf, sagen Kundendatenblatt, holen uns jetzt hier eben die ganzen Felder raus. Zack, zack, zack. So, das heißt, wir haben Kundenfirma ist unser Unterscheidungskriterium. Dann kommt dann auch die Kundenmail. Das heißt, hier haben wir die grundlegenden Daten zum Kunden. Natürlich gehören die grundsätzlich noch ergänzt durch Telefonnummer, Straße, Postleitzahl, Ort und so weiter. Aber das habe ich mir jetzt gespart, weil sonst muss ich so viel eingeben. So, wir haben jetzt den Namen des Agenten und die Mail des Agenten, also denjenigen, der diesen Auftrag geschrieben hat und der daran erinnert werden will. Und zu guter Letzt das Datum für die Erinnerung. So, und Erinnerungsdatum. So, das heißt, hier haben wir nun mal eben die Labels, damit das Ganze auch natürlich gleich etwas schicker aussieht bei der Ausgabe. Damit haben wir grundsätzlich jetzt hier erstmal alles gemacht, was wir brauchen. Wir haben also unser Eingabeformular erstellt. Das heißt, jetzt fahren wir im Grunde damit fort, dass wir hier ein paar fiktive Kunden in unser System reinscheppern. So, weil es natürlich jetzt nervig ist, wenn ihr das Ganze dann, ach Scheiße, guck mal. Ja, gut, ist hoffentlich nur das Label. Ja. Da ihr jetzt ja nicht zugucken müsst, wie ich hier die Kundendaten einhacke, mache ich mal eben kurz in der Pause und pfeffer da mal ein paar rein, damit wir ein paar Inhalte da haben, die auch ausgegeben werden können.
So, weiter geht's. Ihr seht dann schon, ich habe jetzt hier Datensätze erstellt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr, weitere einzugeben. Ich habe in den letzten Tagen so viele verkackte Datensätze eingegeben, nur für Spaß, in denen nur Scheiße drin stand. Ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Aber wir gucken da mal eben rein. Ihr seht, sind überall Inhalte drin. Er hat jetzt nur, verdammte Axt, das Erinnerungsdatum nicht gespeichert. Warum? Doch da ist es drin. Er hat es bei nur bei dem Testkunde 8 nicht mit drin. Seht ihr, auch da kann man immer ganz gut die Datenbank mal benutzen. Was ist da los? Was ist passiert? Wir gehen mal eben in den Testkunde 8 rein. Ja, sagen wir mal am 14. Speichern und schließen. Checken ganz kurz eben die Datenbank, ob es jetzt mit drin ist. Jawohl, aus welchen Gründen er auch immer erst nicht genommen hat, ist ja jetzt erstmal egal. So, aber Fakt ist, wir haben jetzt hier unsere Eingabemaske soweit fertig. Das heißt also, wir können jetzt hier eingeben den Namen der Firma, den Namen des Kunden, die Mail des Kunden, dann den Verantwortlichen, der den Vertrag gemacht hat, also den Namen des Verantwortlichen, die E-Mail des Verantwortlichen und eben hier auswählen, an welchem Datum dieser Agent daran erinnert werden soll, seinen Kunden nochmal zurückzurufen und ihn zu bedrängen, für Tiere in Not und halbtote Esel 50 € zu spenden. Okay? So, dann wollen wir uns das Ganze jetzt mal weiter anschauen. Wir haben das Ganze jetzt also in der Datenbank und bauen jetzt eigentlich darauf auf. Wir können jetzt natürlich erstmal vorher noch eine Listenausgabe machen, bei der das Ganze nochmal sauber gezeigt wird, wobei die eigentlich obsolet ist. Also ich denke, ihr habt die ja schon beim letzten Mal gesehen. Ich kann es hier ganz kurz einen Exkurs nochmal machen, dass wir eben eine Listenausgabe noch erstellen und sagen neu. Wir wollen die Liste auf Basis unseres Kundendatenblattes aufbauen, das Ganze als Table ausgeben, sagen Create. Das heißt, wir haben da unseren Content-Typ rausgesucht. Wir sagen jetzt hier, das soll in dem App-Folder gespeichert werden und dann Kundensuche. So, jetzt filtern wir hier eben nach unserem App-Folder Kundendatenblatt. Das heißt, also wir wollen hier im Suchformular die Möglichkeit haben, nach dem Erinnerungsdatum, den Kundendatum, bla bla, nach all diesen Sachen zu filtern. Warte, ich räume die mal eben auf. Kundenfirma, Kundenname, Kunden-E-Mail, Mail des Agenten, Name des Agenten. Zu guter Letzt schalten wir hier noch um auf All App-Folders und hier einmal auf das B, damit wir ein bisschen gefiltert haben und suchen uns den Button Submit raus, damit das Ganze auch losgeschickt wird. So, dann erstellen wir jetzt noch die Listenausgabe. Wir müssen ja dafür sorgen, dass das Ganze auch irgendwo zu sehen ist. Das habt ihr ja wahrscheinlich alles schon in dem Video davor irgendwo gesehen. Wir ballern also wieder rein die Kundenfirma, den Kundenname, die Kundenmail, den Name des Agenten, die Mail des Agenten und das Erinnerungsdatum. So, das ist jetzt in unserer List View drin. Damit sind wir im Grunde erstmal schon mal fertig. Speichern und schließen. So, und jetzt gehen wir nur noch hin, gehen in unser Menü, Hauptmenü, sagen neuer Menüeintrag. Sagen an dieser Stelle Kundensuche. Wählen hier aus Sablot und einen List- und Suchtypen. Und verweisen hier jetzt auf unsere Suche Kundensuche. Alles klar, Pico. Ups, er soll ruhig. Jetzt habe ich gerade Search on First Load, habe ich ausgeschaltet. Das heißt, wir würden jetzt hier sehr wahrscheinlich gar keine Ergebnisse beim ersten Laden bekommen. Wir sagen hier mal Ja. Das heißt, wenn wir hier Ja gesagt haben, dann wird er uns gleich ungefiltert alle Ergebnisse rausgeben, die in der Datenbank drin sind, was ja Sinn macht und danach können wir dann grundsätzlich erstmal filtern. Wenn wir jetzt auf unser Template gehen und hier einmal aktualisieren, seht ihr, ich habe das Protostar, gehe auf Kundensuche, bekomme dann hier das angezeigt, also meine Suchfelder. Hier alle Kunden untereinander. Sieht jetzt nicht besonders schön aus. Ich guck mal eben ganz kurz, ob wir das, wenn wir ein anderes Template nehmen. Ich habe jetzt kein selbstgebautes hier gerade drauf. Nehmen wir einfach mal das Bees. Ob eventuell dann die Tabelle etwas schicker geworden ist. Die sieht ja im Moment echt scheiße aus, ne? Ja, egal, ist immer noch nicht viel schöner, aber egal. Damit arbeiten wir jetzt erstmal weiter. Das kann man ja gegebenenfalls dann später in den Overrides anpassen, wenn es denn nötig sein sollte. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch irgendwas, ob ich da irgendwas an den Einstellungen vergessen habe. Das hatte ich letztens nämlich schon. Das sieht ja nicht so toll aus, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe.
Ich gehe nochmal ganz kurz in der Kundensuche auf die Einstellungen beim Template. Ja, ist das Tabellentemplate. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe es mir jetzt auch nicht genauer angeguckt, warum das so hässlich ist jetzt hier. Anscheinend wird hier die Tabelle nicht so sauber gebaut, wie ich das gerne hätte. Da sind Diffs, also das ist hier, wie gesagt, auch immer dieselbe Kacke. Clearfix, also ihr seht schon, er schreibt immer, er macht immer für jeden Kunden eine neue Tabellenzeile auf und in eine Tabellenzeile, Spalte schreibt er dann die ganzen Inhalte rein. Sauber wäre natürlich jetzt für jede, für jeder Diff sollte eigentlich ein TD sein. Catalyst Row. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir das hier irgendwo umstellen können. Ja, soll jetzt aber auch, wie gesagt, nicht das Problem sein, wird jetzt das Video nur sprengen. Ich gehe davon aus, dass wir hier tatsächlich dann hingehen müssten und im Override ein bisschen wursteln. Auch da bin ich sehr dankbar, wenn jemand von euch da eventuell bei sich schon eine aufgeräumtere Liste hat. Nee. Auch so ein typisches Sablot-Ding, jetzt sind sie hier weg. Bep, bep, bep. Was haben wir da? Kundenfirma, Kundenname, Kundenmail, Name des Agenten, Mail des Agenten und Erinnerungsdatum. Ich habe gehört, angeblich, das hat mir jemand gesteckt, dass es daran liegen soll, dass dieses mit dem Template verloren und so weiter und so fort, dass das daran liegt, wenn man zu schnell klickt. Weiß ich nicht genau. Aber jeder von euch, der mit Sablot seit der Zweier-Version gearbeitet hat, wird das wahrscheinlich kennen. Also ich hatte das bis jetzt schon mehr als einmal, dass das Template nicht gefunden ist. Ups, Fields not found. Ups, Template not found. Das ist irgendwie so ein total fucking Bug dann irgendwie. Und das Ärgerliche dabei ist halt, jetzt haben wir hier eine überschaubare Anzahl von Feldern. Wenn man aber jetzt so Formulare erstellt hat, wo 30, 40 Felder drin sind und man muss sie alle 3 Tage neu zuweisen, fuckt das schon extrem. Sorry, tut mir leid. Ja, egal. Also haben wir jetzt hier unsere Suche drin. Wir können jetzt einmal hier sagen, wir filtern jetzt nach allen. Wow. Vom heutigen Tage. Und das ist auch so eine Sache, die mich etwas irritiert. Vielleicht hat da auch einer von euch noch was zu sagen. So, ne, wir nehmen mal eben wieder ein anderes Template. Ich habe keinen Bock jetzt hier vorher rumformatieren zu müssen, damit der Kalender schön aussieht. Wir gehen also wieder aufs Protostar, da weiß ich, dass das Ganze funktioniert und einigermaßen übersichtlich für uns gerade bleibt. Also Protostar. So, er sagt wieder kein Result, klar. Und jetzt sagen wir 14. Haha. Und ich weiß auch, woran es liegt. Ich habe nämlich noch eine Sache vergessen in den Suchtypen. Wir müssen nämlich hier noch einstellen, dass hier in dieser Suche auch wirklich dann exakt gesucht wird. Das geht dann hier über Search Form. Dann gehen wir auf dieses Erinnerungsdatum, klicken hier auf die 3, Match und Stage und sagen dann Permissive Default. So, und jetzt können wir hier dann suchen. Und sagen hier, meinetwegen, ich teste mal eben exakt, ob das funktioniert. Mal eben testen. Ich muss erst mal eben selber rausfuchsen. Mein Gott. Einmal aktualisieren. Nehmen wir mal den 13.8. Okay, Basic tut es also nicht. In diesem Fall gehen wir hier nochmal auf die 3. Ja, das Blöde ist, ich würde ja jetzt ganz gerne auch Sachen in der Vergangenheit und in der Zukunft suchen. Egal jetzt. Ja, aber egal, da ich jetzt weiß, dass wir nur Termine in der Zukunft haben, sagen wir Future, größer oder gleich. Wir könnten ja ansonsten auch wie in meinem letzten gezeigten Beispiel nach einer bestimmten Datumsspanne suchen. Ach, hier gehört es ja gar nicht hin. Und hier dann Future or größer gleich. Das heißt also, jetzt sollte die Suche hier auch funktionieren.
So, und für so einen Scheiß könnte ich Sablord manchmal schlagen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt gerade ein Anwenderfehler war, ob ich irgendwo was vergessen habe, aber ich muss jetzt gerade tatsächlich nochmal ein zweites Suchformular aufmachen. Ich habe einerseits vergessen, das ist ganz klar Anwenderfehler. Ich darf nicht das Erinnerungsdatum benutzen, was als Eintragung benutzt wird, sondern ich muss für die Suchfunktion nochmal ein neues Feld erstellen vom Typ Date und das wieder auf das alte Feld verweisen, ohne dessen Inhalt aber dann dabei abzuspeichern. Aber wie gesagt, hier diese Filterungsoption habe ich ja in dem Date Range Tutorial schon behandelt, ist also jetzt hier obsolet. Das wollte ich dann nur kurz nochmal einwerfen. So, und im Grunde müssen wir jetzt auch gar nicht mehr ganz so viel tun, außer dass wir auf unseren Skripten aufbauen, die wir hier gerade erstellt haben. Das heißt, wir sind quasi wieder da angekommen, wo wir im ersten Video dann auch schon waren. Das heißt also, ich habe bei mir jetzt hier einen Ordner erstellt. Ja, vielleicht habe ich noch gar keinen erstellt. Ich weiß es gerade gar nicht. Naja, habe ich noch nicht. Den Sablord Cronjob, den ziehe ich mir dann mal eben da drauf, wieder auf meinen Server. Wie schon vorhin erwähnt, handelt es sich hierbei einfach um eine Kopie der Daten aus Video Nummer 1, die ihr euch im Beschreibungstext zu Video Nummer 1 herunterladen könnt. Ich aktualisiere dann hier nochmal eben meinen Server. Sablord Cronjob, es geht uns jetzt um die Datei Date. So, und als allererstes, wie gesagt, ich werde die Datenbanken danach dann eh wieder entfernen, aber als allererstes geht es jetzt natürlich darum, dass wir hier die Zugangsdaten der Datenbank eintragen. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht ausgrauen. Einerseits vertraue ich euch als Abonnenten, andererseits, wie gesagt, was wollt ihr in der Datenbank jetzt kaputt machen? Da ist ja eh nichts drin. Ich hole mir nochmal eben die Zugangsdaten da raus. Es sind natürlich jetzt hier etwas andere als in der Datenbank, die wir zuvor für uns alleine erstellt haben. Ich habe also hier meine Datenbank bei meinem Hoster liegen, hole mir da eben die Namen raus. Das heißt also hier an dieser Stelle jetzt erstmal der Server, entweder Localhost oder wie bei mir dann der Verweis auf Bytecamp. Dann das Passwort des Kunden, ach, das Passwort zur Datenbank. Und zu guter Letzt dann noch einmal die Auswahl, um welche Datenbank es sich handelt. Bei mir habe ich jetzt die Datenbank und den Nutzer gleich benannt, der Einfachheit halber. Aber ich werde euch das hier auskommentieren, beziehungsweise dann für euch da soweit eintragen, wie es soll. So, dann gucken wir jetzt einmal. Wir haben gesagt, wir sind hier jetzt bei dem Select-Befehl. Ich gehe davon aus, ihr habt euch Video 1 und 2 auch angeschaut, damit ich hier jetzt nicht nochmal alles bis ins Detail erklären muss. Also wir holen an dieser Stelle, um es kurz zu machen, via MySQL-Query die Daten aus unserer Tabelle und wir vergleichen, beziehungsweise wir verknüpfen, beziehungsweise vergleichen zwei Tabellen untereinander. Wir erinnern uns, vor ein paar Minuten habe ich euch ja gesagt, dass wir wegen dem Artikeltitel, den wir in Joomla nutzen wollen, den Artikeltitel weiter im Content speichern, also dieses Feld nicht umlegen und dass wir aber ansonsten alle Daten, die zum Kunden gehören, in eine andere Tabelle packen. Alternative dazu wäre, dass man halt einfach den Artikeltitel nutzt nur für Joomla und dann halt eben zum Beispiel den Kundennamen doppelt eingeben müsste. Wäre dann halt Mehrarbeit für den Callcenter Agent. Ist also in diesem Fall dann ganz klar eindeutig, wer die Mehrarbeit haben sollte, in dem Fall nämlich wir. Weil unsere Verknüpfung von der Tabelle uns höchstens 10 Minuten kostet. Wenn man das Ganze aber hochrechnet auf ein Callcenter, wo jetzt jeder Callcenter-Mitarbeiter am Tag dann den Kundennamen doppelt eingeben muss, sei es nur durch Copy und Paste, sind das dann aufs ganze Jahr gesehen etliche Minuten oder Stunden, die unproduktiv damit verschwendet werden. Also ist es natürlich unsere Aufgabe, dem Kunden das abzunehmen und das dann soweit zu vereinfachen. So, wie wir wissen, ist das Ganze jetzt hier, sind das die einzelnen Tabellenspalten. Wir greifen also schon auf unsere Datenbank zu und wir haben jetzt gesagt, wir gucken dafür nochmal in die Datenbank, dass wir jetzt zuerst einmal, ich mache das mal eben zu, den Axel habe ich euch ja jetzt gezeigt, das brauchen wir auch gerade mal eben nicht mehr. Wir haben ja jetzt davon gesprochen, dass es sich hier um die Tabelle Kundendatenblatt handelt. Zum Glück ist die dann auch dementsprechend simpel benannt. Das heißt, wir wollen aus der Tabelle Kundendatenblatt mittels des Sternchens alle Inhalte erstmal grundlegend auslesen. So, das kann jetzt erstmal weg, weil wir brauchen hier an dieser Stelle nicht drei Tabellen miteinander vergleichen, sondern tatsächlich nur zwei. So, und jetzt verknüpfen wir die Tabelle Content mit dem Kundendatenblatt. Dafür suchen wir uns jetzt wieder raus, wie die Tabelle Content überhaupt genau heißt, mit ihrem Präfix. In diesem Fall ist das dann
dieser Titel hier, das ist unser Tabellenname. Das heißt also, wir setzen hier den Namen unserer Tabelle ein und wir sagen jetzt, hol alle Spalten aus unserer Tabelle Kundenblatt und dann verknüpfe die Tabelle Kundenblatt mit der Tabelle Content und jetzt sagt da wo Kundenblatt ID und Content ID gleich sind, erzeugt mir eine Ausgabe. Wir nehmen erstmal das Where hier raus, speichern das Ganze ab, sagen sablot cronjob und mir fällt schon auf, wo ich gerade so mit euch rede und den Scheiß hier eintippe, dass ich erwartungsgemäß keine Inhalte bekommen sollte. Warum? Genau aus demselben Grund, den wir in Video 1 oder 2 schon mal hatten, nämlich hier in der Tabelle sind ja jetzt noch die alten Daten drin. Das heißt, wir müssen mal eben kurz gucken, wie haben wir das Ganze benannt. Okay, wir wollen ausgeben die ID, den Kundenname. Wir wollen, jetzt aus Content gucken. Den Titel. Also sagen wir hier Title, das entspricht unserer Kunde Firma. Dann Kundenname und wie in dem Video schon gesagt, ne? Also wir können jetzt auf alle Felder auch aus Content zugreifen. Wir könnten jetzt sogar den Artikelstatus uns dann auslesen lassen. Der interessiert uns jetzt aber erstmal nicht. Oder meinetwegen den Alias. Ja, wir geben einfach mal den Alias noch mit aus. Alias. Dann haben wir, wie gesagt, Kundenname. Kundenmail. Ich muss jetzt selber mal wieder in die Tabelle Kundendatenblatt schauen. Kundenname, Kunde Firma, das wie gesagt kann ja eigentlich raus. Kunde Mail, Name des Agenten. Dann haben wir Mail des Agenten. Da sollte ich natürlich Agenten auch klein schreiben. Und dann haben wir zu guter Letzt noch das Erinnerungsdatum, das vorher irgendwann mal Reminder Date hieß. Die beiden Spalten können wir jetzt hier entfernen. So, und als Tagesdatum ist die Abfrage so noch drin. Derzeit ist es aber so, dass er uns jetzt sowieso erstmal ungefiltert alles raushaut. Was ich jetzt aber gleichzeitig nochmal eben mache, ist das hier auskommentieren. Jage das auf den Server hoch und mache jetzt hier nochmal die Prüfung und bekomme immer noch keine Anzeige, was woran gerade liegt. Ach, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Das Ganze heißt ja nicht Kundenblatt, sondern Kundendatenblatt. Das heißt, wenn die richtige Tabelle nicht hinterlegt ist, gibt es auch keine Ausgabe. So, bevor ich jetzt teste, ob das funktioniert und ihr wieder nur einen weißen Bildschirm seht, teste ich erstmal heimlich bei mir. Ja, hat funktioniert, dann ziehe ich den auch rüber nach links. Okay. So, ihr seht schon, wir haben jetzt die Daten, die wir mit Sablot ausgelesen haben, mit eingegeben haben, können wir hier auslesen. Und er zeigt uns jetzt hier tatsächlich alle mit dem aktuellen Tagesdatum. Er zeigt uns im Moment alle Datensätze, also von 1 bis 10. So, um zu testen, ob die Funktion auch wirklich funktioniert, nehmen wir mal oben hier das Tagesdatum eben raus. Oder stopp, wir müssen natürlich jetzt erstmal hier wieder aufbauen, was ich vorhin kaputt gemacht habe. Und müssen die Where-Abfrage wieder einbauen. Das heißt also, wir sagen Where. Wir wissen jetzt, in unserem Kundenblatt ist das Ganze drin. Im Kundenblatt ist das Erinnerungsdatum drin in der Tabelle. Wir sagen also wo Kundenblatt Erinnerungsdatum gleich dem Date, Tagesdatum, die werden jetzt nur noch angezeigt. Das heißt also, wir sollten jetzt, wenn wir aktualisieren, nur noch
die vom heutigen Tage sehen. Damit wäre die Grundfunktion schon erfüllt. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal oben anstatt dem Date einfach den String eintragen, so, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen, ich meine, ich hatte auch welche eingegeben, also 2014 08 14. Gehen wir jetzt mal einfach davon aus, das wäre jetzt das Tagesdatum dann für morgen, ohne die Date-Funktion. Im Endeffekt macht die Date-Funktion ja nichts anderes als später einen String ausgeben. Und zack, da sehen wir dann die Inhalte vom 14. Ihr seht also, damit haben wir jetzt das Ganze hier schon sauber gefiltert. Wir haben das hier alles angewandt und ja, einen Moment, komm, wir machen das jetzt auch noch mal eben einmal. Kundenname, Firma ist Title, Mailadresse, das ist dann die Kundenmail. Erinnerungsdatum. Und dann haben wir noch Kunde. Ach ja, das war der Scheiß aus dem alten. Das kann jetzt direkt der Spaß inhalten und das Kunde hier kann raus. Jetzt haben wir die grundlegenden Daten. Ach ne, wir nehmen jetzt hier nochmal eben hier zack. Mail des Agenten. Mail des Agenten und Name des Agenten. So, gleichen wir eben ab. Name des Agenten, Erinnerungsdatum, damit ist alles drin. So, dann werden wir das Ganze jetzt einfach mal von der Callcenter test@test.de schicken. Mal wieder neue Ausgabe erzeugen, weil ich ja schon so viele Mails bekommen habe. Bitte beachten. Oh, jetzt fängt da oben jemand an zu saugen. So, bitte beachten. So, das heißt, wir erinnern den Customer, wir erinnern den Callcenter Agent daran, dass er heute den Kunden mit dem Namen Kundenname kontaktieren soll. So, in der E-Mail haben wir ihm schon alle grundlegenden Infos zu diesem Kunden mit übergeben, dass er nicht nochmal erstmal selber im System rumsuchen muss. Und ansonsten ist hier grundsätzlich alles gleich wie vorher auch. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen die Mail-Funktion wieder auskommen, wir müssen da die Kommentare wieder rausnehmen, dass sie auch funktioniert. Und wir wollen jetzt, dass das Ganze ja nicht an den Kunden verschickt wird, sondern an den Mailagenten, also an den Vertriebsmitarbeiter. So. Und damit bedeutet das jetzt, wir sind wieder an dem Punkt angekommen, an dem wir vorher schon einmal standen. Also im ersten Video sind wir so weiter gekommen. Das heißt, wir haben jetzt hier so eine kleine Erinnerungsanwendung programmiert für unsere Callcenter Agents, damit die dann jeweils an dem Tag eine Erinnerung bekommen. Damit wir das Ganze auch so unabhängig mal testen können und nicht immer dann allen Agenten automatisch sofort das Ganze zuschicken, gehen wir hin, kopieren uns die Datei einmal und kommentieren die Mail-Funktion wieder aus, speichern das Ganze ab, laden das eben wieder hoch und nennen die dann eben einfach mal Date ansehen, PHP. So, und dann wird nämlich jetzt nicht automatisch das verschickt. So, das heißt, hier könnte man theoretisch gesehen dann dem obersten Aufseher, keine Ahnung, ich wollte gerade schon fast was Falsches sagen. Also hier könnte man dann dem obersten Betriebsüberwacher dann nochmal eine Funktion bieten, mit dem er dann genau checken kann, ey, welcher von meinen Jungs hat denn heute was zu tun und tut er das auch wirklich? Und natürlich kann man auch dafür sorgen, dass das Ganze schicker aussieht.
Und natürlich kann man auch dann in der Date-PHP dafür sorgen, dass ja eigentlich die Datei ist, die für den Versand wichtig ist, dass hier diese ganzen Echos raus sind, weil, wie gesagt, unser Cronjob, den wir später laufen lassen, dem ist das grundsätzlich scheißegal, ob da eine Tabelle zu sehen ist oder nicht. Die ist nur für uns zum Gucken wichtig. So, wir testen das Ganze jetzt noch ein letztes Mal. Also sagen hier dann also Date-PHP. Wir wissen jetzt also, heute müsste, das gucken wir dann noch mal eben, obwohl sehen wir ja hier gleich auch. So, es müssten jetzt auf der Nachricht info at Waikiki eine Nachricht eingehen. Bei kiki at wwr2 und auf wiki waikiki 555 at gmail sollten auch nur eine eintreffen. So, wir haben jetzt 20:47 Uhr. So, wir sind hier auf kiki@wwr-band.com. Wir holen uns die mal eben hier ran. Jawohl, und wir wissen, der Kiki sollte heute erinnert werden an die Testfirma 3, Testkunde 3. Das ist passiert. Und der Callcenter Agent Kiki sollte heute an den Datensatz 7, also den Testkunden 7, erinnert werden. Auch das ist passiert. So, wenn wir gucken, das hier sind noch die alten, Christian Schilling und Hertha Heiß. Das war um 19:30 Uhr. Und jetzt haben wir hier aber schon die neuesten, unten um 20:46 Uhr. Also heißt, hier, wenn wir dann wieder reingucken, der Callcenter Agent mit der Adresse info at Waikiki bekommt heute den Datensatz 1, Testkunde 1 zugeschickt. Auch das hat funktioniert. Und wenn wir jetzt noch zusätzlich, ich meine, ist jetzt eigentlich echt schwachsinnig, weil ihr könnt davon ausgehen, dass es funktioniert hat. Warum ausgerechnet bei Gmail nicht? Dann gucken wir noch mal eben in Gmail rein. Wir sehen schon hier, auch da bekommen wir den Kontakt. Kontaktieren Sie heute den folgenden Kunden, Testkunde 4. So, und wenn wir das dann abgleichen, nochmal eben mit unserer Tabelle, hat der hier auch den Testkunde 4, Test Agent. Und auch hier wird alles richtig übermittelt. Damit ist das Tutorial jetzt grundsätzlich am Ende. Und ich hoffe, ihr habt was dabei gelernt. Ich werde jetzt nicht nochmal erklären, wie das Ganze mit einem Cronjob funktioniert. Also, wie gesagt, um es kurz zu machen, schaut euch das erste oder das zweite Video nochmal an. Darauf werde ich da, gehe ich da ein. Und im Endeffekt ist es so, dass ihr eigentlich jetzt nur noch euren Cronjob erstellen müsst bei eurem Server, auf eurem, bei eurem Hoster, wie auch immer. Gebt den Verweis dort zu dieser Datei und jedes Mal, wenn jetzt diese Datei ausgeführt wird, dann erfolgt diese Funktion, dass sie diese Mails verschickt. Wie gesagt, habe ich im ersten Teil schon gesagt, ihr habt gesehen, das Ganze baut auf der Mail-Funktion auf. Es kann sein, dass die Mail-Funktion beim Versand von mehreren tausend Adressen dann natürlich an ihre Grenzen kommt, weil da jeweils immer ein neuer SMTP-Header aufgemacht wird. Das kann man mit Sicherheit etwas schicker machen, aber das habe ich jetzt hier nicht eingebaut, weil bei mir waren es jetzt einfach eben etwas weniger. Deswegen habe ich auf diese Funktion zugegriffen. Ihr könnt das gerne korrigieren und natürlich würde ich mich freuen, wenn jemand sich an eine Korrektur der ganzen Geschichte macht. Wenn ihr das dann auch in den Kommentaren irgendwie hinterlasst. So, wie gesagt, wie in einem der fast letzten Videos auch angesprochen, ach, mein Gott, also wie in einem der letzten drei Videos jetzt auch angesprochen, ist es natürlich wichtig, wenn wir hier mit echten Kunden arbeiten, also auch mit Kundendatensätzen mit echten, dann sollten wir natürlich dafür sorgen, dass dieses Skript noch etwas besser geschützt ist, also dass nicht jeder Hans und jeder Franz an unserem Skriptchen rumwursteln kann oder einfach das mal ausführen kann, weil es nämlich ja einerseits nervig ist, wenn wir dann andauernd diese Mails geschickt bekommen und andererseits könnte man sich ja dann irgendwie auch dazwischen hängen. Deshalb benennt diese Date-PHP um in einen kryptischen Namen, den man nicht so unbedingt sofort im Browser aufrufen kann. Der ist ja egal, wie der heißt, weil den muss ja sowieso nur der Cronjob ausführen. Das heißt ja, ihr könnt da eingeben, was ihr wollt. Ihr müsst euch das nur merken für den Cronjob, alles andere ist Wumpe. Und was ich zusätzlich noch machen würde, ich würde das Verzeichnis, in dem dieser Cronjob drin liegt, mit einer HTAccess und einem HTPassword schützen, so dass man auch sonst nicht da drauf kommt. Das erkläre ich jetzt noch mal im letzten und vierten Video und dann, Leute, habe ich auch echt die Schnauze voll. Dann kann ich Sablot, Datensätze, Kunden, HTAccess und all den ganzen Käse nicht mehr hören. Insgesamt habe ich jetzt heute fast den halben Tag damit verbracht, diese Videos einzusprechen. Ich hoffe, die haben euch was gebracht. Die sind gut für euch. Lasst mal was hören zu dieser Serie. Bin sehr gespannt. Vielen, vielen Dank erstmal und ich freue mich natürlich auch über einen Daumen hoch. Bis dann. Ciao.